Sicherheits- und seit den neuesten Ereignissen, die sich ziemlich neu bei uns zugetragen haben, mache ich mir vermehrt Gedanken, wie würde ich mich verhalten, wenn feindliche Truppen in mein Land einmarschieren würden. Dabei habe ich mir zuerst die Frage gestellt, was gilt es zu schützen? Wo ist der sicherste Ort? Wie bewege ich mich am besten dorthin? Zu Frage 1, was ist schützenswert, ist die einzige richtige Antwort die Familie. Zu Frage 2, der sicherste Ort. Der sicherste Ort ist immer da, wo keine Menschen sind, also weg von menschlicher Zivilisation. Frage 3 ist ortsbedingt. In der Stadt ist natürlich ein Kfz zu verwenden. Auf dem Land würde ich den Weg zu Fuß bevorzugen, da man flexibler ausweichen kann. Immer mehr Menschen haben einen sogenannten Notfallrucksack vorbereitet und immer parat stehen. Wie so ein sogenannter Notfallrucksack aussehen könnte, schauen wir uns jetzt an. Dabei gilt es, um Gewicht zu sparen, abzuwägen, was ist wirklich überlebensnotwendig. Unbedingt enthalten sollte in diesem Rucksack sein Schlafsäcke, Erste Hilfe, Decken, Lebensmittel, Wasser. Ebenfalls sollte enthalten sein etwas Bargeld, Silber, Gold. Vollbepackt hat der Rucksack zwischen 20 und 30 Kilogramm, je nach Bedarf. Kein Magazin. Das ist nur ein realistisches Gewicht, was alles zu tragen ist im Ernstfall. Ich habe 15 Kilo. Trainiere den Ernstfall mit deiner Familie. Es steht eigentlich geschrieben, wer mit dem Schwert ausgeht, wird durch das Schwert fallen. Aber es ist Ansichtssache. Möchte man eine Waffe mit sich führen, um sich abzusichern, im Extremfall wahrscheinlich die bessere Variante. Sichern Sie den Fluchtweg Ihrer Familie, indem Sie durch Handzeichen die Richtung anzeigen, sich zurückfallen lassen in den sogenannten Absetzposten und den Weg für die Familie sichern. Nun liegt es an dir, finde den richtigen Platz für einen geeigneten Unterschlupf, wo du dich und deine Familie unterbringen kannst. Sei auf den extremsten Fall vorbereitet, dann kann es nur besser werden.